Das ist so kacke, dass ich hier immer hochrennen muss, Alter. Aber Achtung. Das Problem hat er jetzt ja dann nicht mehr, ne? Oh, die sieht ja voll schön ich aus schon. Ich geh. Bro! Alles! Ist weg! Alles! Who's that Pokémon? 인정 딱따구리게 주콩콩이 우성이요. Lass uns einmal hier nach oben gehen. Naja. Das ist wieder der sieht so scary aus, der Girl. Wait, wer kommt da? Stegi, na? Schaut auch mal rein. Hallo, schöner Mann. Immer noch am Werkeln hier. Was hältst du von meiner Basis? Ich habe leider noch keinen Voice-Chat, ansonsten könnte ich jetzt mit dir reden. Da wäre natürlich sehr angenehm, muss ich ja sagen. Kurz Discord. Na klar. Ja, moin. Alter, du hast dich hier richtig eingelebt schon, so richtig eingefunden. Ja, schau mal, ich habe hier so eine schöne Beachfront-Villa mir gebaut, kleines Strandhaus. Ich lerne gerade so ein bisschen mit Glas umzugehen. Ich habe da die Clips gesehen. Ich hab das gesehen, dass das hier eine kleine... Ja, das war eine Herausforderung, oder? Hier die Glaspane zu setzen. Ja, ich habe ein bisschen gestruggelt am Anfang, die in die richtige Dings zu bekommen. Also es gibt einen Trick und zwar... Die unterste Leiste hättest du einfach setzen können, indem du sie einfach auf den Boden direkt gesetzt hättest. Also du hättest sie gar nicht mit der Maus an diese anderen Glasscheibe dran setzen müssen. Und die unterste Leiste kannst du einfach hier unten. Das macht natürlich sehr viel Sinn, ne? Jetzt wo du das sagst. Ja. Das macht natürlich schon sehr viel Sinn. Ich stand immer so daneben und hab bei jedem Einzelnen so geaimt und dann so langsam geklickt und geklickt und geklickt. Wie kann man, also 3D-Augen willst du bauen? Wie soll das funktionieren? Also halt, man kann letztendlich halt einfach... Oh, runtergefallen, warte. Man kann ja relativ easy... Einfach solche Kugeln bauen und so. Sphären und so. Das geht ja schon, wenn du den richtigen Maßstab hast. Die müssen ja riesengroß sein, oder nicht so Sphären? Ja, schon, aber. Schau mal, warte. Und das ist ja jetzt dann schon. Ich kann das jetzt nicht einfach so, aber wenn du jetzt das so machst, dann machst du hier. Ich muss ja leider sagen, das sieht nicht aus wie eine Sphäre. Das sieht aus wie ein Haufen Dreck. Ja. 1-0 für dich. 1-0 für dich. Was ist das für eine Sphäre? Okay, dann bau mal die Augen, da hab ich doch nicht so Angst. Ich hoffe. 1-0 für dich. Ja, nee, du hast mich. Es ist ja alles weitaus größer, weißt du? Und je größer der Maßstab, desto weniger fällt ja auf, dass es Quadrate sind. Also, dass alles Würfel sind. Mäßig. Desto weniger. Ja, das stimmt. Ich habe das auch beim Planeten gesehen, der ist dann schon sehr rund tatsächlich. Ja. Der ist dann schon sehr, sehr rund gewesen. Ja. Also das geht dann schon. Wait, warum hat die jetzt keine Wolle gedroppt, das Schaf? Oh, hatte das... Oh, habe ich die Wolle vielleicht eingesammelt? Kann das sein? Schau mal hier. Also ich habe es nur mit einem Schwert gekillt. Droppt es dann also vielleicht keine Wolle? Ich würde Wolle immer mit einer Schere farmen. Wenn du eine Schere nimmst, dann stirbt das Tier nicht. Dann und es kann noch gewesen, erneut... Ja. Weil die Schafe brauche ich ja auch, oder? Um zu halten. Praktisch. Ja, ja. Eben zwei Stück bräuchtest du, genau. Weil ich will so ein Doppelbett machen, weil eine Sache, die mich absolut verrückt macht, ist, ich habe mein Haus so gebaut, dass es praktisch wie nennt man das? Chips hat. Ja, genau. Das heißt aber, dass wenn ich das Einzelbett stelle, dann ist es immer unsymmetrisch. Oh. Ja, das heißt, du musst immer Doppelbett machen. Ja, das verstehe ich. Das ist, glaube ich, ein Problem, weil letztendlich symmetrisch kriegt man es ja trotzdem hin. Nur musst du halt alles sozusagen einen doppelten Symmetriepunkt haben, ne? Das ist ein bisschen anstrengend, ja. Naja. Jetzt wurde mir gesagt, man kann praktisch ein Doppelbett dann bauen, in der Theorie. Und da bin ich jetzt gerade dabei und versuche, ob ich das hinbekomme. Genau, man kann einfach so zwei Betten nebeneinander stellen und dann wirkt das auch schon sehr so Doppelbett, also so, ja. Ist das nicht automatisch ein Doppelbett? Oder wie? Nee, das, also kannst du gleich mal testen, wie das aussieht. Wait, hast du mir eine Schere gerade gegeben? Ja. Hey, danke dir. Bitteschön. Wie macht man die nochmal? Die macht man mit zwei Eisen. Ah, so okay. Diagonal. Eisen habe ich noch nicht so viel, leider. Eisen habe ich noch nicht so viel. Ja, Eis muss man farmen, eben oft ist am Anfang nervig. Kannst du mir deine Koordinaten? Wohl. Ich will dir was da lassen bei dir zu Hause, sobald ich es craften kann. Ich habe da eine Überraschung für dich. Ich kann dir meine Koordinaten. Soll ich sie in den Discord schreiben?
Ja. Die sind ein bisschen weiter weg, aber, ne? Also, aber jetzt nicht auch nicht ultra weit, aber... Es wird vielleicht nicht... Es ist nicht heute, es ist nicht morgen. Aber irgendwann wird es eine kleine Überraschung für dich hinterlassen sein. Ne? Mhm. Und dann weißt du, dass ich da gewesen bin. Klingt jetzt sehr ominös, ne? Ja, ja, aber ich mag das Ominöse, weißt du? Ich finde das... Klingt gut, das klingt nach einer Überraschung. Eine große Überraschung wird das, kann ich dir sagen. Oh, echt? Ja, ja. Dann freue ich mich noch kaputt, drauf. Keine Angst, ich mach nichts kaputt. Also, da muss ich keine Sorgen machen. For real? For real? Du dürftest alles für mir kaputt machen. Nein, ich mach nichts. Ich finde, das ist, glaube ich, mit das Schlimmste, oder? Wenn du dir so richtig Mühe gibst. Vor allem deswegen kann ich nicht verstehen, dein Tempel. Ich schau mir den jetzt an. Gibt's den bei YouTube? Ja, ja, gibt's auf jeden Fall. Stigi-Tempel. Ja. Warte, ich schau mal. Das Ergebnis von 720 Stunden Minecraft. Really? Ja, ja. 700 Stunden. Das waren 700 Stunden Minecraft. Also das Besondere daran, würde ich schon sagen, war halt eher die Technik vor allem dahinter, dass das Ding permanent, also auch wenn ich nicht auf dem Server war, ist die Zeit, sozusagen die Uhr weitergelaufen. Die hat alle 15 Minuten einen Gong, also die Uhr hat geschlagen, dann wurde eine Uhr sozusagen verbrannt und es müsste theoretisch eine neue Uhr nachgelegt werden. Und da hat wirklich auch ein hörbarer Gong geschlagen. Ja, da war ein hörbarer Gong. Das ist ja geil. Das ist ja nice. Und was sind Uhren? Also das Minecraft-Item ist einfach so eine goldene Uhr, die kannst du craften. Hat keinerlei Verwendung. Und deswegen habe ich diesem Item einfach selbst eine Verwendung eigentlich gegeben. Niemand spielt in Minecraft mit Uhren. Niemand. Niemand braucht das. Okay, also es hat keinerlei Effekt, aber du hast es irgendwie geschafft, dass diese Uhr ein Timer bedeutet, abbrennt, ein Gong geschlagen. Wie das aussieht von innen. Ja. Oh, ich liebe das, wenn dann alles so ästhetisch abgerundet ist und mit innen ausgebaut auch. Schau dir das an. Die Lotusblüten sogar. Ja. Hast du auch dann so ein bisschen Farmen und so innen drin mit aufgebaut? Ja, genau. Das ist immer so der Plan. Ist ein Monster bei uns? Ich werde angegriffen. Oh ja. Oh, ich bin tot, glaube ich. Oh. Nee, ich werde angegriffen. Wir können hier rein. Jetzt gehen wir hier rein. Oh, wie viel Wolle hast du? Weißt du das? Nicht genug, leider. Ich habe zwei, habe ich gerade. Nein, wir sollen nicht schlafen, hat er doch geschrieben. Oma treibt, glaube ich. Wo kriegst du so viel Jade her? Das sieht ja krass aus. Ist auch so, soll das so Lampignons sein? Ja, genau das sollten das sein, ja. Genau das sollen das sein. Heftig, ja. Und es ist auch ein Kissensystem, das du da hast, ne? Das selbstverständlich funktionieren. Ja, genau, das war eben ein komplettes Kistensystem. Ich mache in eine Main-Kiste, also Input, mache ich alles rein und dann wird es durch so ein System alles aufgeteilt. Ja, das war meine Aufgabe da. Ey, das ist so krass, ne? Ich sitze in meinem Beachhaus und denke über die Kinderschutztreppe nach, ne? Holy shit. Aber das ist ja schon was anderes. Das ist ja. Ja, also ich sag mal, dann erlaube ich dir zu sagen. Wait, warum? Ach, das ist die TNT-Lösung, die alles hochsprengt. Ja, wahrscheinlich hast du irgendwann. Genau, ja. Genau. Das war richtig viel TNT. Das war ein riesen. Also, wenn das alles explodiert wäre, ich glaube, Server hätte geleckt und es war wirklich viel TNT. Ist es dann auch passiert einmal? Also hast du es mal hochgehen lassen? Es ist nicht explodiert. Bis heute nicht so. Und das war halt alles Freestyle gebaut, so, ne? Am Anfang, es steht halt einfach nichts da. Ich habe das einfach dann so mit den Tagen immer mehr so ein bisschen da dran rumgebaut, dann da ein bisschen rumgebaut, die Seite gebaut, so. Es ist halt viel auch so Try and Error, du probierst dann so ein paar Blöcke und dann merkst du, okay, das klappt gar nicht, sieht richtig doof aus. Wieder alles neu gemacht und so. Ja. Ich schau gerade mein Gebäude an. Und dann schaue ich den Jade-Tempel an. Oh mein Gott. Warum sieht das Game bei dir so viel schöner aus? Ich hatte bei manchen Aufnahmen, da hatte ich einen Shader an. Also es gibt in Minecraft so einen Shader runterladen. Das schöner macht, ja. Genau. Also wenn der PC das so zulässt, dann kann man das echt machen. Es wirkt dann so ein bisschen so mehr laggy auf jeden Fall so oft. Aber... es sieht dann halt so, eben, das ist dann so richtiges Lightning, so das sieht echt schön dann aus, ja. Aber du hast immer noch die ganz normale Blockoptik, ne?
Das schon, ja, genau. Ich habe da jetzt nicht so ein krasses Resource Pack geändert oder sowas, das nicht. So, ich habe alle Blöcke gleich gesehen wie alle anderen auch, ja. Da geht es dann primär um die Beleuchtung praktisch. Ja, guck mal jetzt da im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man das kurz gesehen hat. Da hinten war ein großer Minion zu sehen gerade. Ja, den habe ich gerade schon rangezoomt auch, ja. Der sah, den großen Minion habe ich gesehen. Der Minion ist zum Beispiel so ein Prank gewesen. Heiko hat dort Türme gebaut, also solche futuristischen Türme hat er einfach da hingesetzt, die halt so, halt, ja, einfach schön aussehen sollten. Und über Nacht habe ich dann aus diesem Turm einen Minion gemacht. In einer Nacht? Ja. Das muss ja lang geplant sein, oder nicht? Das war lang geplant. Alle Items hatte ich schon vorher geplant und so, also alle eingesammelt und so. Und über Nacht habe ich den dann komplett hochgezogen. Dass da eben ein Minion. Und das gleiche habe ich gemacht. So, das ist auch noch, glaube ich, in der Luft da hinten. Das sind lauter so Trassen, ja, ja, in der Luft. Ja. Das ist ja verrückt, was da alles ist. Es gibt sogar selbst auch da ein paar Teilnehmer, bei denen selbst das Zerstör noch in Ordnung ist und die dann einfach so sagen: Okay, daraus machen wir Content so. In dem Projekt kann man schon viel machen, wenn halt der Gegenüber das, glaube ich, halt weiß und halt eben derselben Meinung ist, dann klappt das voll. So, natürlich, aber es gibt zum Beispiel so bei Spark, sollte man immer vorsichtiger sein, weil der mag dieses so Beefen und so und dann hin und her kämpfen mag der nicht so. So, das aber ist zum Beispiel Content andere. Auch, ne? Macht ja auch Spaß. Ne? Genau. Bring so ein bisschen Spice mit rein. Das ist. Klar. Ich habe heute von einem Kollegen, von einem meiner besten Freunde, habe ich heute die gesamte Base in die Luft gejagt. Ich guck mal, ob wir einen Clip haben, dann können wir das kurz angucken. Der am Anfang fand es natürlich nicht so lustig, hat sich dann gedacht, Digga, was ist das und so. Aber. Das ist dann halt, ja, das ist halt dann gewisserweise Content, weißt du? Du hast seine gesamte Base in die Luft gejagt. Ja, aber das war halt und der. Und du hast Progress meine Koordinaten, gehst du raus aus meinem Haus. Jetzt, ich habe im Schweiße meines Angesichts über die letzten Stunden diese Basis Stück für Stück gebaut. Und jetzt ist das kriminelle Element schon da. Mit so einem Boot drüber. Ja. Ich muss, glaube ich, mal meine Insel checken, ob hier irgendwelche TNT-Fässer gelagert sind. Ja. Also er wusste nicht, er ist einfach durch die Tür gelaufen, alles ist in die Luft geflogen, er war tot, er hat seine Items, die er gefarmt hat, hat er verloren, alles war weg. Und du kannst dir vorstellen, das wie aber ein makab, sauer. Die arme Sau. Ja, ja, voll. Ja, du kannst dir mal vorstellen, wie sauer auch die Zuschauer dann alles sind. Oh, alle sind so sauer und sowas. Das ist so krass, Mann. Ich suche mal den Clip. Vielleicht hat irgendjemand den Clip gerade da? Das wäre krass. Ich kann in Korea keine. Also, es muss ein YouTube-Clip sein, weil in Korea sind Clips gesperrt, leider. Twitch-Clips sind gesperrt? Ja, und VODs auch, ey. Das ist alles gesperrt. Ja, ja, okay, ja, dann geht, glaube ich, leider nicht. Gott, du bist so eine Sau, ey. Der Arm. Das ist ja furchtbar. Was hat der dir denn getan? Der wollte nur friedliche Items fahren. Er hat es getan, bodenlos, aber. Wenn du bereit bist, sag Bescheid. Mann, das ist so kacke, dass ich hier immer hochrennen muss, Alter. Jetzt bin ich bereit. Okay, 3, 2, 3, 2, 1, los. Das ist so kacke, dass ich hier immer hochrennen muss, Alter. Achtung. Aber das Problem hat er jetzt ja dann nicht mehr, ne? Oh, die sieht ja voll schön aus schon. Ich geh. Bro, alles ist weg! Alles! Digga. Mann, das ist so kacke, dass ich hier immer hochgehen muss, du? Alter. Oh. Der hatte so ein schönes Haus. Der hat sogar so einen kleinen Busch davor am ersten Tag. Der hatte alles, ja. Schau dir an, wie er sich müht, wie die Verzierungen. Die Verzierungen und so ein schönes in der Höhe. Wie hast du das denn gemacht? Ja, das war halt schon so ein bisschen Trick hier alles auf jeden Fall. Also das war schon ein bisschen sehr gemein, weil das halt auch nicht normales TNT ist. Sondern es ist halt so ein bisschen so OP-TNT. Das ist halt echt instant explodiert. Das explodiert halt sofort. Aber das ist doch heute der erste Tag. Hast du das den ganzen Tag schon aufgesetzt? Hast gewartet, bis der rausgeht? Bist von deinem Villager-6-Dungeon kurz mal weggegangen? Ja. Dieser Blick. Dieser Blick. Ja. Das. Oh mein Gott. Die ist auch noch
einfach den Hund aus dem Bild sprengt. Ja, das selbst der Hund, der stirbt. Das war so schlimm. Ja. Mein Gott, ja, dieser arme Kerl. Ja. Ich glaube aber, das ist jemand, böse, der wird dir das gut zurückzahlen später. Ich glaube auch, ich würde mich nicht mehr sicher fühlen den Rest der Season. Ja. Ich habe auch so das Gefühl, diese Staffel wird noch sehr, sehr interessant für mich werden dadurch. Als Freund, das braucht keine Beine mehr. Ja, es ist so wahr. Oh Gott, das wird... Die Wohnung von dem sah ja schon richtig fancy aus, tatsächlich. Ja, es geht. Das war jetzt auch so. Das war eine wunderschöne Wohnung. Du hast ihm alles genommen. Er weint also sich heute Abend in den Schlaf. Und damit musst du leben. Genau du. Das Schlimmste ist halt echt das Equip, das er hatte. Also, er hat halt voll... Warum sagst du das so halb lachend? Ich weiß nicht. Ja, weil es ja auch Spaß macht, ihm was zu nehmen, weißt du? Mann, das Schlimme ist, ich kann jetzt noch lachen, übermorgen, in 3 Tagen, in 4 Tagen, er wird mir alles nehmen. Ich wäre am Boden, ich wäre angekrochen, komm zu dir. Darf ich bei dir wohnen? Kann man da was machen? Weil bei mir alles wahrscheinlich. Ich stelle dir ein Zweitbett auf meinem, hier in meinem Keller, gar kein Problem. Aber nimm die Villager mit. Ich brauche jetzt auch ein paar Villager, die ich ausnutzen kann. Dann packe ich mich hier hin. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen eine Einführung gegeben hast. Ich hoffe, du schläfst extrem mies heute Abend, nachdem was du dem Arm angetan hast. Ich hoffe, es jagt dich. Die Villager, die Sprengung, ne? Nee, ich finde es nicht so schlimm. Ich hoffe, er erwischt dich dann auch gut irgendwann. Nein, ich glaube, das ist ein schöner Moment. Ich glaube, das ist ein schöner Moment. Ne? Aber ey, vielmehr, schön, dass du hier spielst. For real, es hat mich richtig gefreut. Also als ich dich da schon damals da eben vorschlagen durfte. Herzlich bei dir bedanken, dass du mich da reingeholt hast. Ne? Das war eine große Überraschung, dass ich da auf die Liste gekommen bin. Immer wieder. Also ich glaube, alle freuen sich, dass du da bist. Ehrlich jetzt. Ich find's krass. Es ist übergeil, Mann. Das ist sehr, du wirst auch die Tage eben dann noch, denke ich mal, mehr Leute noch kennenlernen. So, vor allem jetzt dann auch mit Voice Mod und so. Das ist schon cool hier. Das ist schon ist ein wilder Trupp auch. Ich bis morgen habe ich es hoffentlich aufgesetzt, ja. Also ich hatte es eigentlich für heute schon, aber anscheinend habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich werde das nachher mal mit meinem Jan durchgehen. Aber es ist also so krass, wie herzlich hier alle sind und wir alle brennen für das Spiel und wie alle einem helfen, ne, als kompletten Anfänger. Spark hat auch schon gesagt, wenn ich irgendwas habe, kann ich immer auf ihn zukommen. Wobei das ja auch nervig ist, weil ihr ja auch eure Sachen schon alle bauen wollt. Aber jetzt das ist null nervig. Man hat immer die Zeit. Man hat immer die Zeit, schnell vorbeizukommen. Das wirklich, hab da kein schlechtes Gewissen so. Das macht Spaß, das ist so Teil des Projekts, einfach so auch Leuten was zu zeigen und so zu quatschen. Voll. Eben, und auch wenn du Probleme hast, wie jetzt eben wegen echt Voice Mod, kannst du auch einfach Discord schreiben. Auch da. Das kriege ich hin. Also morgen hoffentlich habe ich es bis morgen. Ne? Ja. Aber hier, also ich bin ziemlich durch, ne? Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hören uns morgen einfach nochmal. Morgen machen wir weiter. Morgen machen wir weiter und dann zeigst du mir mal, wie man TNT craftet, ne? So gehen wir daran. Jawoll! Richtige Einstellung. Ey, gute Nacht, schönes Spazieren und schlaf schön dann. Schlaf gut, wir hören uns. Gute Servus. Nacht. Ciao.